Als Geek- und Gadget-Verliebter ist man nicht nur in der Apple- oder in der Android-Welt zu Hause, man hat neben dem MacBook natürlich auch einen Windows-Rechner oder zwei oder drei und ist da in beiden Welten zu Hause. Und da freut man sich natürlich über Apps, die systemübergreifend funktionieren. Und seit einigen Jahren bin ich großer Fan von dem, was Microsoft in dem Bereich macht. Sie bringen nämlich die Apps für alle Plattformen gleichzeitig raus. Meistens mit den gleichen Features, meistens oder in Preview und so weiter. Aktuell hat Microsoft was rausgehauen und da freue ich mich extrem, die neue Office-App, die Excel, Word und PowerPoint miteinander vereint. Die hat es wirklich in sich. Aktuell geht das Ganze über einen Preview-Test, also man kann sich da bewerben und wird angenommen und kann dann eben die App vorab testen, ausprobieren und Feedback geben dazu. Und ich bin wirklich begeistert davon, da es Microsoft jetzt ja vor kurzem erst gerade mit OneDrive, mit Excel und mit Word geschafft hat, über 1 Milliarde Downloads nur im Play Store zu generieren, also auf der Android-Seite, ist das natürlich ein toller Schritt, dass sie das Ganze dennoch angehen und die App vereinen. Und was die App genau kann, warum ich die so toll finde, das zeige ich euch in einem ersten kleinen Einblick, wie die App funktioniert, was ihr da für Möglichkeiten drin habt. Und ja, schaut doch mal rein. Die App selber ist folgendermaßen aufgeteilt. Ihr habt hier einen Startscreen, hier ein Plus, über das ihr gewisse Aktionen auswählen könnt, und einen Aktionsscreen. Ich zeige euch zuerst mal den Startscreen. Das Ganze ist aufgeteilt in gestern, letzte Woche und noch ältere Dokumente, also alles das, was ich aktuell in Bearbeitung habe, seines Word, seines Excel-Dateien, und weiter unten habe ich sicher auch die eine oder andere PowerPoint. Und die ganzen Medien werden hier zwischengequetscht und alles einfach schön historisch dargestellt. Und wenn ich irgendwas machen möchte auf die Schnelle, zum Beispiel eine Notiz erstellen, gehe ich hier aufs Plus und switche nach links. Und schon bin ich im Notizenmodus und kann mir da irgendwas notieren, rausgehen und habe die Notiz da oben im Verlauf dann mit drin. Das gleiche zählt für die Fotomöglichkeit. Ich kann zum einen einfach schnell mal von irgendwas ein Foto machen. Das Ganze wird mir dann, wenn ich es drin habe, hier im Medienbereich dargestellt. Das kann ich in eine PowerPoint, das kann ich in Word oder auch in ein Excel, wenn es unbedingt sein muss, mit einbinden. Aber das Coole ist, es geht nicht nur Foto. Hier unten habe ich drei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch einen Dokumentenscan machen. Jetzt seht ihr hier, wählt er gleich das Dokument aus. Und daraus macht er mir dann ein PDF zum Beispiel. Mal kurz schauen. Voilà. Kann hier noch zusätzliche Seiten hinzufügen, also die Rückseite zum Beispiel. Oder den Dateityp wählen. Und da geht es eben von Bildern bis über eben PDF und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich auch aus bestehenden Bildern, die ich mit dem Smartphone gemacht habe. Oder ich wechsle hier unten vom Foto nicht nach Dokumente, sondern ein Whiteboard. Und wenn ich in einem Vortrag war, mache ich kurz ein Foto von einem Whiteboard. Das Ganze wird dann auch schön, der Teil, der erkennt als eine Präsentation, wird eingekreist und daraus macht er euch das, was ihr dann eben gebrauchen könnt und später in eure einzelnen Excels, PowerPoints oder was auch immer einbinden könnt. Somit könnt ihr nicht nur Daten erstellen, also eben Excels und Words, sondern ihr könnt auch direkt Fotos aufnehmen. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, vor allem, weil man da eben alle möglichen Medien nutzen kann. Das letzte auf die rechte Seite sind die sogenannten Dokumenten. Auch hier habe ich die drei vereinten Apps, das Word, Excel, PowerPoint. Hier kann ich direkt entweder ein leeres Dokument eröffnen im Word oder einen Text scannen, den ich nachher übernehme, und das Ganze wird dann schön eingefügt in den Word, so wie ich es gebrauchen kann. Das gleiche passiert mit Tabellen. Ich habe leider aktuell keine hier liegen, so dass ich es schnell mal zeigen könnte, aber da werden Tabellen erfasst mit der Kamera, gleich so umgewandelt, dass die einzelnen Daten in die einzelnen Spalten gemacht werden und ihr habt ein Excel oder auch eben direkt ein leeres. Und das gleiche gilt für PowerPoint, ein Foto machen, das dann gleich in PowerPoint eingebunden wird oder eine neue leere PowerPoint starten. Das war's eben zu dem Bereich, was ihr hier über die Schnellfunktion habt. Und dann über die Aktionen gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt Dateien übertragen auf den Computer oder vom Computer zum Telefon an Geräte, die sich in der
Nähe befinden. Ihr könnt, das hatten wir vorher schon, Bild und Text oder Tabellen übernehmen oder einscannen. Ihr könnt PDF signieren, Dateien in, wie Bilder zum Beispiel, in PDFs umwandeln und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, QR-Codes scannen. Das ist ein Ding, was ich auf dem iPhone zum Beispiel über die normale Kamera-App kann. Das kann ja, können ja leider immer noch bei Android viele der Geräte nicht. Da habe ich unschöne Apps, die teilweise mit Werbung belastet sind. Und das kann ich in Zukunft hier in der App tun. Gefällt mir sehr gut, aber ich würde sagen, das ist jetzt schon mal so ein erster kleiner Blick auf die App. Auf dem pogipsi.ch-Blog gibt es natürlich auch noch eine kleine News dazu. Da könnt ihr euch ein bisschen einlesen und seht den ein oder anderen Screenshot. Wie ihr gesehen habt, es war wirklich nur ein kleiner und kurzer Einblick mit den Möglichkeiten, die die App bietet, wie ihr da handhaben könnt, was für Features das ihr da habt. Ich bin sehr gespannt, was ihr da für Feedback habt, ob ihr darauf aufspringen werdet, ob ihr da schon jetzt in der Beta-Phase reingeht oder in der Preview-Phase oder ob ihr erst noch abwartet, die ersten Tests, oder ob ihr bei den einzelnen Apps bleiben werdet, die separat im Play Store erhältlich sind. Für all diejenigen, die unter iOS unterwegs sind, da darf man dieses Mal ein bisschen warten. Da gibt es die Möglichkeit aktuell noch nicht zum Testen. In diesem Sinne, besten Dank für euer Feedback und ja, wir sehen uns wieder, hoffe ich doch, hier im Kanal oder im Blog oder wo auch immer. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss!